So, willkommen zu einer neuen Folge Ramses Kitchen und wir sind endlich angekommen in Erfurt, ne? Die Frisur sitzt, die habe ich nämlich noch schnell weggemacht, dass mich auch keiner erkennt hier im Ausland. Und wir sind hier beim Schnitzler Restaurant, hier soll es also richtig gute Burger und Schnitzel geben. Da bin ich mal gespannt, ich drehe mich auch mal um, dass ihr das seht, hier Schnitzler, ne? Kann man sehen, kann man nicht sehen, ich zeige es mal einfach so. Da habt ihr so ein Logo dabei, Schnitzler, da steht es nochmal am Gebäude. Da gehen wir jetzt rein, fragen mal, ob wir überhaupt filmen dürfen. Das habe ich nämlich sonst nie gemacht, mache ich aber jetzt einfach. Und schauen mal, was es Leckeres zu essen gibt, ob es da lecker Schnitzel gibt, ob es da Burger gibt und melden uns dann nochmal zurück. So, wir sind drin angekommen und wir dürfen filmen. Ich habe gefragt, das ist also okay, wir können also in Ruhe testen. Hier seht ihr nochmal die Karte vom Schnitzler. Pupsi hat sich natürlich eine Schnitzelpfanne, wie heißt das? Feurige Schnitzelpfanne steht hinter mir. Feurige Schnitzelpfanne bestellt, steht hinter mir. Ich habe mir einen Burger bestellt, es gab zwei Burger zur Auswahl. Möchte ich euch mal kurz hier vorlesen. Es gab einmal den Schnitzelhausburger, saftiger Burger mit Grill, Hacksteak vom Rind, Salat, Käse, Gurken, Burgersoße mit Pommes frites für 13,90 Euro oder den Crunchy Chicken Burger. Hähnchenfilet mit knuspriger Flakespanade, Salat, Tomaten, würzige Tartarsoße und Pommes. Normalerweise hätte ich jetzt den Crunchy Chicken Burger genommen, weil ich eigentlich lieber Chicken esse. Aber Crunchy Chicken kennt man ja von fast überall, das hat ja jeder zweite im Angebot. Und wenn wir schon mal im Schnitzelhaus sind, wollen wir natürlich den namensgebenden Schnitzelhaus Burger probieren. Sind also gespannt. Und zu trinken gibt es auch. Da habe ich nämlich einmal einen Bananenweizen bestellt. Ganz typisch, ich trinke eigentlich immer Bananenweizen, egal wo ich hingehe. Weil ich so großen Durst habe, habe ich mir als zweites noch einen Russen bestellt. Kennt ihr den Russen? Ne? Das ist lustig. Der heißt so, der steht auch so in der Karte, das kann ich euch beweisen. Das ist eine Mischung aus Weizenbier und Sprite. Das stande schon mal beim Burghof in Hildburghausen, haben die das auch gehabt. Stand auch in der Karte Russe. Ich wusste nicht, was das ist. Das ist ein saures Radler. Ich blätter mal dahin, beziehungsweise ich zeige euch mal kurz die Burger. So. Hier habt ihr das also stehen, Burger, Schnitzelhausburger und Crunchy Chicken Burger. Es ist halt leider ein bisschen düster hier, deswegen kann man das jetzt nicht so schön lesen. Meine Kamera ist ja schon wieder ein bisschen pixelig. 13,90 kosten beide. Und hier vorne haben wir die Getränke. Einmal das Weizen, ach das Weißbier-Banane und den Russen-Sprite-Weißbier. Das habe ich mir also nicht ausgedacht, das heißt wirklich so, ist das zweite Mal jetzt, dass ich sowas schon trinke. Ich freue mich natürlich, wir warten jetzt auf die Burger und auf die Schnitzelpfanne, dann gucken wir uns den Burger mal an, probieren den. Ich erwarte da was richtig Gutes, sieht ja hier auch wunderbar aus, schönes Ambiente auf jeden Fall, Musik, alles ganz gediegen und romantisch. Pupsi hat ja davon geschwärmt, die ganze Zeit gesagt, wenn wir in Erfurt sind, wir müssen unbedingt zum Schnitzler. Ich war hier noch nie, mein erstes Mal. Jetzt gönne ich mir noch einen Schluck vom Russen und dann sehen wir uns, wenn der Burger da ist. So, das Essen ist also angerichtet, der Burger ist angekommen. Guckt euch den mal an, ich verbrenne mir gerade die Hand, weil ich den Teller festhalte. Ich muss es mal wieder hinstellen. Wir zeigen das nochmal andersrum, vielleicht sieht man das ja gut. Das sieht doch schon besser aus. Mit Pommes natürlich, ein bisschen Grünzeug drauf. Hier habt ihr wieder einen Spießer im Burger, das hier zusammenhält. Richtig saftiges Rindfleisch mit Gürkchen dabei. Das ziehen wir mal raus. Ihr wisst ja, Burger immer mit der Hand essen, immer hochnehmen und reinbeißen. Wir probieren aber mal eine Pommes, ob die knusprig sind. Das schmeckt ja wie Pombeer, wie Pombeer Original, weil die Original Pombeeren sind ja so ein bisschen salzig, haben genauso einen Geschmack, so einen Abgang, also die sind richtig gut, die meisten sind immer so latschig oder sind zu dünn oder sind zu dick, die sind richtig gut gesalzen, das fehlt mir bei den meisten immer, deswegen haut der Ismus sich immer noch 10 Tonnen Salz oben drauf, obwohl alles gesalzen ist, die würden den Ismus sicherlich auch richtig gut munden.
Ich vermisse kurz Ketchup oder so. Kann man sich bestimmt noch ordern. Aber wir gucken uns mal den Burger an. Wir nehmen mal das Bun runter, sehen hier also die Burgersoße mit dem Käse dabei. Heben mal das Fleisch an, hebt ihr Tomaten, Gurken, der Salat runter, alles schön im Sesambrötchen. Ist jetzt nicht der größte, aber es geht auf jeden Fall um den Geschmack. Ich stell euch mal wieder hier hin auf den Russen und hoffe, dass es nicht da reinfällt. So. Nehmen einfach den Burger in die Hand und beißen jetzt mal rein. Klebt sogar noch eine Pommes vorne dran. Und die naschen wir noch kurz weg. Riecht auf jeden Fall richtig kräftig. Richtig schön cremig auf jeden Fall. Gerade durch die Soße. Also die Soße schmeckt wirklich gut. Ihr habt das so oft, dass ihr Burgersoße kauft und denkt, okay, Burgersoße gibt es überall, macht ihr euch einfach drauf auf selbstgemachte Burger, aber das schmeckt nie so, wie wenn ihr eine richtig schöne Burgersoße in einem Restaurant oder irgendwo habt. Die kann man einfach nicht nachmachen. Schmeckt auf jeden Fall wunderbar. Ich dachte, vielleicht hat das Fleisch einen komischen Geschmack, weil es so böse riecht, eben so frisch, wie als würde die Kuh noch leben. Aber das ist ein richtig saftiges Beef mit einem richtig kräftigen, würzigen Geschmack. Ich glaube, da würde ich am liebsten den Crunchy Burger auch noch probieren. Noch ein paar Pommes dazu. Für die feine, salzige Note. Also schmeckt wirklich wunderbar dafür, dass es nur zwei Burger zur Auswahl gibt. Würde ich den auf jeden Fall nochmal nehmen. Jetzt interessiert mich erst recht, wie der Crunchy Chicken Burger schmeckt. Entweder muss ich jetzt die Woche nochmal her, ohne Pupsi, solange wie die beschäftigt ist. Oder ich muss in 10 Jahren nochmal her. Oder ich muss einfach noch einen mitnehmen. Ja, das ist halt so. Das ist so frisch, ne? Willst du mal probieren? Entschuldigung, könnten wir vielleicht noch Ketchup für die Pommes bekommen? Na klar. Nur Ketchup oder auch Mayo? Auch beides. Beides, ja? Ja. Also ich bin wirklich begeistert, ich habe es nicht bereut. Schmeckt wirklich wunderbar. Wenn ihr wirklich mal in Erfurt seid, geht mal zum Schnitzler, probiert mal den Burger. Kann man richtig gut essen, schmeckt richtig genial. Preis ist auch okay, der Geschmack passt. Ambiente stimmt, also was will man mehr? Bitteschön. Dankeschön. Wir können euch gleich noch mal zeigen, was Pupsi bekommen hat. Die hat nämlich eine feurige Schnitzelpfanne mit lauter scharfen Zutaten, Peperonis, Paprika, irgendwas dabei, Kidneybohnen und sogar Tortilla-Chips obendrauf. Das sieht also richtig genial aus. So, noch mal kurz, dass ihr das auch mal seht. So sieht also die feurige Schnitzelpfanne aus, mit Tortilla-Chips dabei auch, alles angerichtet. Sieht auf jeden Fall auch sehr köstlich aus. Da wünsche ich Pupsi jetzt guten Appetit. Das war's von meiner Seite aus. Ja, wir reichen das mal wieder rüber. Wie gesagt, kommt mal zum Schnitzler, probiert das mal und probiert vor allem auch die Schnitzel. Dafür steht das ja. Wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, Peace out, Vorhaut, euer Ramses.